Schon jetzt fordert der Klimawandel Millionen Tote. Durch Hitzewellen, Krankheiten und Unterernährung werden immer mehr Menschen Opfer. Und selbst hier in Europa werden wir nicht verschont. In den gemäßigten Breiten hat der Klimawandel auch schon bereits Hunderttausende umgebracht. Und der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, der steigt immer weiter, trotz der immer effektiveren Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen. Die bisher kaum beachteten Folgen des Klimawandels, Hunger, Hitze, Krankheit und wo der Klimawandel die meisten Menschen umbringt, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Der Sommer 2003 war die Hölle und zwar hier in Europa. Temperaturen über 40 Grad Celsius waren keine Ausnahme, sondern der Standard und über 37 Grad, also über unserer Körpertemperatur, wird es gefährlich. 70.000 Menschen starben damals schätzungsweise. Und das in Europa. Weltweit sieht es nicht anders aus oder schlimmer. Und seit dem Jahr 2000 macht das inzwischen Millionen Tote aus. Das wissenschaftliche Medizinmagazin The Lancet veröffentlicht dazu jedes Jahr einen Report, seinen Countdown on Health and Climate Change Report, der über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels berichtet. Hugh Montgomery, Direktor des Institute for Human Health and Performance am University College in London, hat an der Studie mitgewirkt. Zitat: Wir spüren gerade erst die ersten Auswirkungen des Klimawandels. Wir müssen sowohl die Symptome als auch die Ursachen des Klimawandels bekämpfen. Zitat Ende. Und die Auswirkungen sind schon jetzt dramatisch. Hitzewellen wie 2003 und auch 2015 sind dabei die größten Risiken. Seit dem Jahr 2000 sind 125 Millionen Menschen alljährlich solchen Hitzewellen ausgesetzt gewesen. 2040 werden es wahrscheinlich 1 Milliarde Menschen jedes Jahr sein. Die Folge: Jedes Jahr sterben Millionen Menschen am Klimawandel. Am schlimmsten betroffen dabei die unterernährten Menschen in Afrika und Asien. Ihre Zahl ist seit 1990 von 398 Millionen auf 422 Millionen gestiegen. Und auch das ist eine Folge des Klimawandels. Die Ernten gehen zurück. 1 Grad höhere Temperaturen weltweit bedeuten 10% geringere Reis und 6% geringere Weizenernten. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an der Studie mitgearbeitet haben, rechnen mit großen Hungerkatastrophen. Zusätzlich führen die hohen Temperaturen auch zu vermehrten chronischen Leiden. Nierenerkrankungen und Diabetes nehmen zu und auch Infektionskrankheiten breiten sich stärker aus. Die größte Infektionsgefahr geht dabei vom Denguefieber aus. Die Überträger, die Gelbfiebermücken, breiten sich immer mehr über den Globus aus und haben die Übertragungsraten seit den 50er Jahren um knapp 10% steigen lassen. Und der Klimawandel scheint immer schwerer zu stoppen zu sein. Die Weltwetterorganisation WMO berichtet jetzt, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre weiter steigt, obwohl der Ausstoß weltweit in den letzten 3 Jahren nicht gestiegen ist. Die Konzentration ist jetzt so hoch wie zuletzt vor 3 bis 5 Millionen Jahren und damals lag der Meeresspiegel 10 bis 20 Meter höher. Grund ist zum einen natürlich, dass der CO2-Ausstoß einfach zu hoch ist, um den CO2-Anteil in der Atmosphäre sinken zu lassen, und zum anderen an Wetterphänomenen, die aber auch in dieser starken Ausprägung auf den Klimawandel zurückzuführen sind. El Niño war mit seinen erhöhten Ozeantemperaturen und Dürren 2016 extrem stark. Durch das veränderte Klima konnten Ozeane und Wälder weniger CO2 aufnehmen als sonst. Zitat: Die Zahlen lügen nicht. Wir stoßen nach wie vor zu viel aus und dies muss sich ändern. Das sagt der Chef des UN-Umweltprogramms UNEP, Erik Solheim. Es muss also dringend dafür gesorgt werden, dass der CO2-Ausstoß nicht nur stagniert, sondern auch verringert wird. Nur so haben wir die Chance, die Zahl der Opfer einigermaßen zu begrenzen. Ansonsten drohen weitere Aber- und Abermillionen Tote. Schauen wir also mal ganz genau auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin, ob da der Schuss gehört wurde. Ich bin gespannt. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Ja, und hier geht es weiter mit Klimawandel bewiesen, Skeptiker endgültig widerlegt. Also wenn irgendjemand noch Zweifel hat oder Argumente sucht, das Video ist Pflicht. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.